herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Frische Filme hier bei Fred Carpet und damit zur allerersten im Jahr 2020. Wir haben eine kleine Pause eingelegt. Ich und das ganze Team hinter mir hat sich einfach ein wenig Freizeit gegönnt um den Jahreswechsel und um Weihnachten herum und deshalb gibt es nun die erste Ausgabe passend zum Kinostart Donnerstag am 9. Januar, was aber nicht bedeutet, dass ich die wichtigsten Starts der ersten Woche 2020 nicht doch noch kurz resümieren möchte, denn es ist unter anderem Knives Out gestartet, es ist unter anderem Judy gestartet und auch Drei Engel für Charlie, den ich leider nicht sehen konnte, beziehungsweise ich konnte die ersten 30 Minuten sehen, die mir tatsächlich recht gut gefallen haben, aber für ein umfängliches Fazit kann ich leider nicht auf genug Wissen zurückgreifen, aber das gilt nicht für Judy und Knives Out. Ich möchte anfangen mit Judy, der am vergangenen Montag bzw. in der Nacht von Sonntag auf Montag auch bei der Golden Globe Verleihung anwesend war. Und was sich hinter dem Judy Garland Biopic verbirgt, das verrate ich euch nach einem ersten Eindruck, den der Trailer euch gibt. Bitteschön. Das ist spät geworden. Miss Garland. Oh bitte, ich bin Judy. Es tut mir leid, aber Ihre Suite ist freigegeben worden. Ihr wurde freigegeben. Ist sie in die Ferien gefahren? Ihr Konto war überzogen. Clang, clang, clang with the trolley. Mama, bitte, jetzt nicht schlafen. Nein, 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 das sind die anderen. Die Kinder brauchen ein Zuhause, Judy. Was Kinder brauchen, weiß ich. Ihre Mutter. Wir können ja nicht den größten Star der Welt ohne einen Drink hier stehen lassen. Frank Sinatra ist hier? Frank ist klasse, aber er ist keine Judy Garland. Ich habe kein Zuhause. Ich finde nicht mal einen Manager. In London würden sie dir eine Menge Geld bieten. Talk of the Town will unbedingt was mit dir machen. Du willst damit also sagen, ich muss meine Kinder zurücklassen, wenn ich genug verdienen will, um mit ihnen zusammen zu sein? Wie gern ich hier bleiben würde. Judy erzählt einen Teil des Lebens von Judy Garland nach, die durch ihre Rolle in Der Zauberer von Oz bekannte Schauspielerin ist in einem relativ jungen Alter gestorben und hat eine durchaus tragische Karriere als Schauspielerin und Sängerin hinter sich. Diesem Karriereweg widmet sich nun Rupert Gould in seinem Porträt, das er mit Renée Zellweger in der Hauptrolle bestückt hat, die für viele Preise nominiert ist für diese Rolle und sich hoffentlich oder sich dadurch vielleicht so ein bisschen rehabilitieren kann, was ihre zuletzt doch recht angeschlagene Schauspielvita angeht. Denn die Schauspielerin, die unter anderem durch Bridget Jones bekannt geworden ist, hatte ja zuletzt nicht unbedingt ein glückliches Händchen bei ihrer Rollenauswahl und war dann vor allem in den Medien, weil sie sich sehr mit Schönheits-OPs bzw. mit Botox in ihrem Gesicht befasst hat. Und das hat ihrem Stellenwert als Schauspielerin nicht unbedingt gut getan. Nun ist sie hier eben in einer Rolle zu sehen, die sehr ikonisch ist und auch generell ist dieses Thema Biopic von bekannten Schauspielern bzw. generell von bekannten Filmschaffenden. Das ist ja nun mal so eine Thematik, die man gerne in der Umgebung des Oscars oder generell bei Filmpreisen antrifft. Das ist immer ein sehr prestigeträchtiges Thema, weil die Person, die im Mittelpunkt steht, ja generell auch eher so in Richtung Prestige und große Ikone, großer Hollywood-Star geht. Und dann nimmt sich Judy überhaupt nicht aus. Problem ist nur so ein bisschen, der Film ist leider nicht so gelungen, wie es auf dem Papier klingt. Denn auf der einen Seite muss man sagen, dass Rupert Gould etwas sehr Mutiges macht. Denn er widmet sich einer Zeit in Judy Garlands Leben, wo man so generell gemerkt hat, dass ihre emotionalen Weichen, ihre Karriereweichen auch vor allem, längst gestellt sind. Es geht hier nicht darum, wie die große Karriere angetrieben wurde. Das hat man in einigen Flashbacks, die tatsächlich den spannendsten Teil des Biopics ausmachen, weil wir hier so diesen großen Kontrast sehen zwischen der schillernden Glamour-Welt und diesem überhaupt nicht schillernden Leben als Schauspielerin. Denn als junges Mädchen wurde sie früh damit konfrontiert, dass sie austauschbar ist, dass sie sich disziplinieren muss, dass sie das machen muss, was das Studio von ihr erwartet, weil sie sonst ganz schnell weg vom Fenster ist. Und gleichzeitig steht dem aber wirklich diese große Karriere gegenüber. Man merkt, okay, es ist wahnsinnig spannend, diesen inneren Zwiespalt der jungen Judy Garland zu sehen. Aber dem widmet sich der Film eben fast gar nicht. Es geht vorwiegend um die Zeit nach der großen Karriere und was Judy Garland eben gemacht hat, als es so schien, als hätte die Welt sie schon längst vergessen. Und
Was der Film oder beziehungsweise die Macher des Films auch ein bisschen vergessen zu haben scheinen, ist, was für eine ikonische Figur Judy Garland war. Denn was ich gerade sagen wollte, es ist eigentlich sehr smart und sehr mutig, ein Biopic so anzulegen, dass man nicht das Gefühl hat, die Person, die hier porträtiert wird, ist unfehlbar und ist heilig und so weiter und so fort. Aber man muss gleichzeitig auch sagen, es wirkt teilweise ein wenig wie Verrat. Es wirkt teilweise so, als würde hier eine Abrechnung mit der Figur stattfinden, weil es tatsächlich so ist, dass man kaum ein gutes Haar an Judy Garland lässt. Sie wird hier als absolut naive Hysterikerin präsentiert, die immer sehr, sehr groß gestikulierend aufspielt. Und zwar nicht nur auf der Bühne, wo dieses Affektierte ja bisweilen sogar Judy Garlands Markenzeichen war, sondern man hat das Gefühl, wir zeigen diese Figur ausschließlich von ihrer zerbrechlichen, kaputten, hysterischen, naiven und generell einfach miserablen Seite, ohne ihr die Würde zurückzugeben, die sie auch verdient hat. Und das dann gepaart mit einem Spiel von René Zellweger, wo man merkt, okay, wenn man das vergleicht mit den Aufnahmen von der echten Judy Garland von früher, sie hat sich den Gestus und die Mimik und generell diese ganze Attitüde, die ja sehr groß und Hollywood-like war, die hat sie sich angeeignet und nochmal 3 Schippen draufgesetzt. Und so wirkt das leider sehr verkrampft und es wirkt sehr, sehr künstlich einfach und dadurch einfach wie maßloses Overacting. Dass man Judy Garland bei vielen verschiedenen Filmpreisen nominiert, liegt irgendwie nah, weil liegt durchaus nah, weil Renée Zellweger hier sehr viel spielt und sehr groß spielt, aber sie spielt eben nicht gut. Sie spielt lediglich, oder wenn sie in kleinen Gesten spielen darf, zum Beispiel wenn Judy Garland mit ihren Kindern interagiert, da merkt man dann plötzlich, ah, okay, ja, hier ist sie, Judy Garland, und hier interpretiert sie sie nicht nur parodistisch, weil bisweilen hat man eher das Gefühl, wir sehen hier eine Anke Engelke, wie sie Judy Garland spielt und nicht Renée Zellweger. Und das ist meiner Ansicht nach ein ganz, ganz großer Schwachpunkt, den dieses Biopic hat. Es wirkt künstlich, es wirkt zu gleichen Teilen überdramatisch. Wir haben überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie zu erkennen, was Judy Garland auch als Künstlerin ausmacht. Denn das ist so ein Problem, das man generell bei Biopics über weibliche Figuren hat. Der ganze Part, der mit der Karriere zu tun hat, der wird gern zugunsten der Emotionen ausgespart. Und das ist hier eben ein ganz, ganz großes Problem. Und deshalb kann ich Judy nicht als Biopic über Judy Garland empfehlen, weil es wirkt ein wenig wie eine Abrechnung mit ihr. Ich kann es nicht als großes Schauspielkino empfehlen. Das Einzige, was hier und da wirklich gut funktioniert, ist die Rekreation der Zeit, in der das Ganze spielt. Denn da hat man wirklich sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl an den Tag gelegt, um hier Sets nachzukreieren, um generell eine Dekade nachzukreieren. Und da kommt wirklich an der Stelle wenigstens authentisches Flair auf. Der Film ist seit dem 2. Januar bereits in den Kinos zu sehen. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt läuft er schon und durch die Nominierung, vielleicht gerade wenn er jetzt noch zu den Oscars geht, meiner Meinung nach ungerechtfertigterweise, könne das gerade in den Programmkinos noch dafür sorgen, dass die Kopien da aufgestockt werden. Deshalb, wer trotz meiner doch kritischen Meinung zu Judy Interesse an dem Film hat, vielleicht ein bisschen warten oder generell gerade jetzt noch schauen, ob er irgendwo läuft, denn ich denke, den dürfte man auch aufgrund der namhaften Besetzung durchaus in den Kinos erwischen. So oder so wünsche ich euch natürlich auch bei diesem Film sehr, sehr viel Spaß. Jeder hat so seine Probleme. Und ich hatte meine. Ich will doch nur, was jeder will. Es scheint für mich nur schwerer zu sein, es zu bekommen. Nehmen Sie etwas gegen Depressionen? 4 Ehemänner. Hat nicht geholfen. Ihr werdet mich doch nicht vergessen! Das müsst ihr mir versprechen. Im Kommenden geht es nun um 2 Filme, die beide zu gleichen Anteilen bereits für einige Filmpreise gehandelt werden. Übrigens auch wie Judy eben. Das heißt, diese Ausgabe steht so ein bisschen im Zeichen der Golden Globes, / der Oscars, die ja bald stattfinden. Das eine ist natürlich Rian Johnsons Knives Out, ein sehr großartiger Whodunit-Krimi, aktuell nominiert gewesen für den Golden Globe als beste Komödie. Und das andere ist ein Regiedebüt von einer Werbe- bzw. Musikvideoclip-Regisseurin. Die Rede ist von Queen and Slim, einer Art Bonnie und Clyde für die Black Community.
Beides interessante Regieprojekte, aber nur von einem bin ich so richtig überzeugt. Von welchem, das seht ihr jetzt nach dem Trailer zu Knives Out. In der Nacht seines Todes hat die Familie also gemeinsam den 85. Geburtstag ihres Vaters gefeiert. Sie glauben, einer aus der Familie hat ihn umgebracht? What? Das wollen Sie andeuten? Wer ist der Kerl? Mr. Blanc ist Privatdetektiv. Von bestem Ruf. Ich habe einen Tweet über einen Artikel im New Yorker über Sie gelesen. Sie sind berühmt. Mein Vater hat Selbstmord begangen. Wieso sind Sie hier? Ich vermute Fremdeinwirkung. Die Familie ist zutiefst verzweifelt. Und in der Verzweiflung zücken die Menschen gern die Messer. Eigenartig, Ransom, die Beerdigung lässt du aus, aber zur Testamentseröffnung erscheinst du. Leck mich doch. Wirklich reizend. Oh, allzu viel kann man über Knives Out tatsächlich nicht verraten, ohne einen Großteil des Schauerlebnisses in gewisser Weise kaputt zu machen. Deshalb werde ich euch nur ganz rudimentär die Fakten dieses Films wiedergeben. Es geht inhaltlich um einen Mordfall innerhalb einer Familie. Eines Tages wird ein Familienoberhaupt der Familie Harlan ermordet und ein Detective namens Benoit Blanc, der von einem großartigen Daniel Craig gespielt wird, erhält den Auftrag, in der Familie dahinter zu steigen, wer diesen Mord begangen hat. Das Interessante daran ist, dass in dieser Familie so ziemlich alle irgendein Motiv hätten, das Familienoberhaupt umzubringen. Denn ja, es gibt ein großes Vermögen, das sich erben lässt. Irgendwie hat man das Gefühl, dass jeder in dieser Familie so ein bisschen Dreck am Stecken hat. Und wenn man immer weiter nachbohrt, dann erkennt man auch nach und nach, ah, okay, so sind die beiden mit verwandelt, das und das ist passiert und so weiter und so fort. Also es gibt wirklich diesen klassischen Whodunit-Aufbau, ein bisschen in der Tradition eines Agatha Christie-Krimis. Auch interessant, das ganze Setpiece, in dem das hier hauptsächlich spielt, ist ein großes altes Herrenhaus. Lediglich einige Details, wie zum Beispiel, dass es Smartphones gibt oder dass von Instagram die Rede ist, zeigen auf in Details, okay, das Ganze spielt in der Gegenwart. Ansonsten könnte das Ganze wirklich ein Agatha Christie-Krimi irgendwann aus den 50ern, 60ern oder wann auch immer sein. Und das ist so ein bisschen die Ausgangslage. So werden die Figuren in Stellung gebracht. Figuren sage ich extra deshalb, weil das Ganze auch so ein bisschen an die Cluedo-Verfilmung erinnert. Cluedo erinnern sich bestimmt die meisten von euch, ist ein sehr bekanntes Brettspiel, das auch so ein bisschen nach dem Whodunit-Prinzip funktioniert, beziehungsweise wo es eben darum geht, den Täter einer Straftat zu ermitteln. Und es wird direkt darauf Bezug genommen, indem in einem Dialog halt wirklich gesagt wird, der Mann, der übrigens selber natürlich Krimi-Autor ist, hat ja direkt auf einem Cluedo-Spielfeld gewohnt. Und die erste halbe Stunde von Knives Out verbringt der Regisseur und Autor Rian Johnson damit, die Figuren, wie ich sie gerade genannt habe, auf dem Spielfeld mehr oder weniger in Stellung zu bringen. Wir haben nämlich Interviewsituationen. Das heißt, jede der Figuren wird einmal kurz vorgestellt. Wir sehen sie auf der Leinwand, wir sehen ihren Namen eingeblendet, erfahren, wie sie zu dem Mordopfer stand. Und dann erfahren wir rückblickend, wie die Tatnacht für diese Person war. Und schon in der ersten halben Stunde ergeben sich sehr, sehr viele Diskrepanzen. Wir sehen, dass einige Dinge ganz anders wahrgenommen haben als wiederum andere. Wer lügt hier? Welche Sachen sind wirklich passiert und welche sind Ausreden? Also man merkt, okay, alle Figuren hier haben tatsächlich eine unterschiedliche Auffassung des Mordabends und so ist keine von ihnen tatsächlich ein verlässlicher Erzähler. Das heißt, das Einzige, worauf wir uns in diesem Film verlassen können, ist die Wahrnehmung von Benoit Blanc und mit der Zeit auch noch die Wahrnehmung einer anderen Person, wo ich aber nicht direkt darauf eingehen möchte. Denn es ist tatsächlich so, dass Knives Out bereits in der ersten Stunde, also noch lange vor der ersten Hälfte, der Film geht 2 Stunden und etwa 15 Minuten, den ersten großen Twist hat. Und es ist der erste von sehr vielen, denn Knives Out ist ein Film, der Twist um Twist um Twist hat und die Figuren jedes Mal wieder auf ganz neue Art und Weise positioniert und damit den ganzen Film immer wieder von Neuem aufrollt. Und das ist so eine Art und Weise, wo ich sage, ja, das ist durchaus reißerisch, das ist durchaus effekthascherisch und man weiß genau, das Skript nimmt da die Wendung und da die Wendung immer wieder, einfach um auch diesen Überraschungseffekt immer wieder zu generieren. Aber gleichzeitig ist das Skript einfach wirklich smart genug, dass man nie den Eindruck hat, der Twist ist nicht unvorbereitet. Denn wenn man alles, ich habe den Film mittlerweile 2-mal gesehen, und wenn man alle Ereignisse im Nachhinein Revue passieren lässt, dann denkt man schon, okay, das ist schon sehr, sehr, sehr clever ausgedacht, beziehungsweise es hat ein absolut... Es ist alles absolut plausibel. Natürlich ist es wahnsinnig konstruiert und natürlich
könnte so etwas in der Realität vermutlich nie so richtig passieren. Aber gleichzeitig sucht man hier nach so Sachen wie Logiklücken, wo nachher heutzutage leider sehr oft gesucht wird. Die findet man hier nicht. Das ist alles großartig, sehr, sehr straight konzeptioniert und bleibt innerhalb des eigenen Filmuniversums immer logisch. Und das finde ich schon mal gerade bei so einem doch recht exzentrischen Krimi sehr, sehr wichtig. Der andere Aspekt dieses ganzen, ja, Whodunit, ist der Humor. Das Ganze hier ist nämlich eine Krimikomödie, die sehr, sehr viel auf Humor setzt, die vor allem aus den exzentrischen Figuren heraus passiert. Denn das muss man sagen, die Figuren allesamt, also ein riesen Ensemble, das hier auf der Leinwand auftritt. Wir haben eine Jamie Lee Curtis, wir haben einen Michael Shannon, wir haben natürlich einen Daniel Craig, wir haben einen Chris Evans, wir haben eine Toni Collette. Das ist ein Riesencast. Jeder hier, Christopher Plummer spielt das Mordopfer. Also es ist wirklich ein absolut namhafter Cast. Jede noch so kleine Nebenfigur wird von einem wirklich namhaften Darsteller verkörpert. Und einige von ihnen sind bisweilen durchaus so ein bisschen zu exzentrisch. Also sie lassen sich zu sehr auf ihre Spleens ein, kann man fast schon sagen. Eine Toni Collette beispielsweise, die kratzt immer mal wieder sehr nah am Overacting. Auch ein Chris Evans fügt sich da nicht so hundertprozentig ein, weil zum Beispiel ein Benoit Blanc oder auch eine Ana de Armas, die hier wirklich großartig spielt, da merkt man, okay, das ganze Szenario ist sehr überkandidelt, aber ihr legt eure Figur sehr authentisch und sehr bodenständig an. Und das passt bisweilen ein bisschen besser. Das ganze Szenario ist so schnapsdrus, da braucht es die extrem abstrusen Figuren nicht auch noch. Also das kann manchmal ein bisschen zu viel sein, wie einige Schauspieler ihre Figuren hier anlegen. Aber ansonsten ist das Ganze wirklich ein hoch amüsanter und auch sehr, sehr cleverer, mit einigen interessanten Botschaften gespickter Film. Denn gleichzeitig, also natürlich, es geht die ganze Zeit darum, wer hat diesen Mord begangen und auch was für Twists zaubert Rian Johnson noch aus der Tasche. Aber der Film erlaubt sich zwischendurch auch immer mal wieder einige bissige und durchaus soziokulturelle Kommentare im Sinne von, was werden für Diskussionen am Rande des Ganzen geführt. Allein der ganze Aufbau dieses Films, diese ganze Figurenkonstellation ist im Grunde ein Querschnitt der US-amerikanischen Gesellschaft, sodass wir, wenn hier so verschiedene Positionen und Klientel und Stände immer wieder durchmischt werden, das sind jedes Mal aufs Neue Kommentare auf die Gegenwart. Und das ist in so einem Szenario, wo man ja eigentlich denken müsste, okay, es geht vorwiegend um den Spaß, da steckt schon sehr viel hinter. Das ist alles sehr smart. Und deshalb kann ich mir eben auch vorstellen, dass Knives Out in den USA deshalb ein so großer Erfolg ist. Denn der Film ist nicht nur ein absoluter Publikumserfolg, sondern kommt auch bei den Kritikern eben sehr gut weg. Also es ist wirklich so das Rundum-Gesamtpaket, auch eine Art Film, die man heutzutage kaum noch sieht, sowohl vom Genre als auch von der Inszenierung her. Der Film ist sehr, sehr edel gefilmt, hat einen schönen Score, so ganz altmodisch mit vielen Streichern, sodass man immer wieder, wie gesagt, denkt, okay, das Ganze ist eben sehr nostalgisch. Das ist dieses sehr nostalgische Crime-Feeling. Und wenn man nicht wüsste, dass es ein Film von heute ist und wenn hier nicht immer mal wieder Dinge aus der Gegenwart diskutiert und abgebildet worden wären, könnte man denken, das ist so ein ganz uralter Krimi, den man da ausgegraben hat. Und deshalb von meiner Seite aus eine absolute Top-Empfehlung für Knives Out, wirklich ein erstes großes Highlight in diesem Kinojahr. Ist auch tatsächlich relativ gut angelaufen mit knapp 200.000 Besuchern, so um die 170.000, glaube ich, und dürfte deshalb noch in einigen Kinos auch jetzt noch zu sehen sein. Deshalb lasst euch den Film nicht entgehen. Ich habe ihn in einem ausverkauften Saal an Silvester sehen können und da war wirklich war eine tolle Atmosphäre mit Szenenapplaus und so weiter und so fort. Ist wirklich ein toller Publikumsfilm, den man sich trotz des fast schon Kammerspiel-Settings unbedingt auf der großen Leinwand ansehen sollte. Deshalb, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei Knives Out. Mord ist Familiensache. Und wer jetzt immer noch Überzeugung braucht, der sollte sich jetzt noch mal die letzten bewegten Bilder zu diesem Film angucken. I'm gonna fragen, warum
hast du so lange für eine Antwort gebraucht? Ich wollte einfach nicht allein sein. Nicht heute. Also tinderst du. Warum gerade ich? Dein Foto hat mir gefallen. Du hattest so einen traurigen Gesichtsausdruck. Ich hatte Mitleid. Krass. Eine extra Playlist? Ist ja süß. Nicht mein Handy durchsuchen. Also, was geht heute Nacht noch? Na, du setzt mich ab und machst dich auf den Heimweg. Oh. Dachtest du, wir würden Sex haben? Nein. Natürlich nicht. Nein. Sie haben vergessen, den Blinker zu setzen. Oh, mein Fehler. Ich muss Sie bitten, aus dem Fahrzeug auszusteigen. Darf ich fragen, wieso, Officer? Nein, dürfen Sie nicht. Hände auf den Kopf und runter auf den Boden. Sofort. Ist das Ihr Ernst? Runter auf den Boden! Wieso nehmen Sie ihn fest? Zurück in den Wagen! Ich bin Anwältin. Ruhe, ich hole jetzt mein Handy aus der Tasche. Wie ich den Film gerade schon angekündigt habe, nämlich als Bonnie und Clyde für die Black Community, so wird der Film in sehr, sehr vielen Kreisen bezeichnet und sogar von der Regisseurin selbst. Das ist auch gar nicht verwerflich, weil es eben in Queen and Slim darum geht, dass ein Pärchen bzw. Mann und Frau, die sich gerade erst über ein Tinder-Date kennengelernt haben, dass die in Notwehr einen Polizistenmord so gesehen begehen bzw. einen Polizistentotschlag, dadurch, dass es ja Notwehr ist. Und daraufhin zu Gejagten werden und daraufhin mit ihrem Auto durch die USA reisen und hoffen, dass sie von der Polizei nicht geschnappt werden. Das Ganze ist ein Roadmovie einer Regisseurin, die bislang vorwiegend Musikvideos gedreht hat, unter anderem für Rihanna und für Beyoncé. Das heißt, Style und so weiter hat sie schon mal raus und das ist tatsächlich auch ein erster Punkt, den man ihrem Regiedebüt zu gleichen Teilen ankreiden und auch den man loben kann an ihrem Film. Denn es ist schon sehr spannend zu sehen, wie die Regisseurin aus ihrem sehr, sehr ernsten Drama eigentlich die meiste Zeit über einen Film mit großer Feel-Good-Attitüde macht. Denn was wir hier sehen, sind eben zwei Menschen, die zu Unrecht von der Polizei zu Gejagten werden, aber ihre ganze Reise eigentlich mehr als großes Roadmovie-Abenteuer begreifen. Die beiden fahren zu sehr entspannten Klängen in Sonnenuntergänge, sie halten in Bars, wo sie tanzen, wo sie gefeiert werden für ihre Tat. Sie halten auf einem Friedhof, um Sex zu haben. Also das ist alles schon sehr, da ist ein großer Kontrast zwischen dem eigentlichen Thema, beziehungsweise dem eigentlichen Thema vor allem, das die Regisseurin hier anprangert und der Art und Weise, wie sie es umsetzt. Denn worum geht es der Regisseurin? Es geht der Regisseurin darum, zu zeigen, hier treffen sich zwei schwarze Menschen, die bei einer Verkehrskontrolle angehalten werden und nur weil sie schwarz sind, eskaliert das Ganze, ein Schuss fällt, der Polizist ist tot. Und weil niemand auf die beiden hören würde, sondern nur den weißen Polizisten sehen würde, gäbe es halt eben diesen großen Missstand, der im Laufe des Films auch Demonstrationen auslöst, dass plötzlich gegen Polizeigewalt demonstriert wird, weil die beiden, also Queen und Slim, eben als eine Art Idol gefeiert werden. Das ist so diese grundsätzliche Ausgangslage. Und wenn wir uns an Filme erinnern, zuletzt zum Beispiel The Hate U Give, in dem es ja um Ähnliches ging, dann fragt man sich, auf welche Art und Weise möchtest du denn hier auf das Thema aufmerksam machen? Denn man merkt, dieser Film enthält sehr, sehr viel Wut. Und man merkt, die Regisseurin schmeißt einen sofort in das Szenario rein. Sie fackelt nicht lange, sie zeigt wirklich auf sehr brutale Weise, wie Schwarze von weißen Polizisten in den USA zum Teil diskriminiert werden. Also es gibt überhaupt keinen Anlass, mit den beiden nicht mitzufiebern, so gesehen. Wir haben von Anfang an die zwei als Sympathieträgerinnen in diesem Film, als vermeintliche Sympathieträgerin, beziehungsweise als die Guten, weil es nie zur Debatte steht, dass das hier Notwehr ist. Aber gleichzeitig sind die beiden Figuren, wie sie die Regisseurin hier zeichnet, ziemlich unausstehlich. Und das ist ganz schön gefährlich für einen Film, wie sie ihn hier aufzieht. Denn sie zieht das Ganze, was ich gerade schon sagte, eher als Roadmovie auf. Und die beiden Figuren, die sich auf diesem Roadmovie-Trip mehr oder weniger kennenlernen, die werden eben von Partners in Crime zu einem Paar halt. Aber es fällt wahnsinnig schwer, mit den beiden mitzufühlen, denn sie haben nicht zum einen nicht nur eine Chemie untereinander, sondern sie legen auch ein bisweilen ziemlich naives Verhalten an den Tag. Denn obwohl die beiden gerade Daniel Kaluuyas Figuren, nämlich Slim, zumindest am Anfang durchaus Panik schiebt wegen der ganzen Situation,
ja, fällt das irgendwann von den beiden ab und sie begreifen dieses Verfolgtwerden gar nicht mehr als das. Denn was ich eben schon sagte, plötzlich verpassen sie oder plötzlich unternehmen sie halt während des Roadtrips irgendwelche Unternehmungen. Sie halten am Straßenrand, um Pferde zu streicheln. Sie machen Fotos in einer Autowerkstatt, weil sie darum gebeten werden. Also sie hinterlassen nicht nur Spuren, sie vergessen, dass sie auf der Flucht sind, sodass man irgendwann denkt, hey, wenn ihr gefasst werdet, dann seid ihr eigentlich auch ein Stück weit selber schuld, weil ihr dieses Fluchtszenario oder weil die Regisseurin dieses Fluchtszenario gar nicht ausspielt. Stattdessen hat sie immer wieder einige Zufälle parat. Also wenn es zu sehr in einen gewissen Bedrängungszustand geht, dann hilft ihr immer wieder der Zufall heraus oder hilft den beiden Figuren immer wieder der Zufall aus dieser misslichen Lage heraus. Und das wirkt alles total unkoordiniert. Dann kommt, wie gesagt, noch hinzu, dass die beiden Figuren, was natürlich mutig ist, sie zeichnet keine Sympathieträger, sondern sie zeichnet zwei doch sehr unnahbare und einander wirklich nicht unbedingt, ja, die beiden Figuren sind sich selber nicht so richtig grün. So, das sind, also sie zeichnet keine reinen Sympathieträger als Protagonisten, was ja durchaus mutig ist. Aber zu gleichen Anteilen erwartet sie trotzdem, dass wir mitgehen und mitfühlen. Und das funktioniert in dieser Konstellation nicht. Und dann kommt eben noch hinzu, wie sie teilweise inszeniert, wie sie das Ganze wie so ein Reggae-Music-Video eigentlich anlegt. Das ist total gechillt und total easy. Dann kommt auch noch der Soundtrack dazu mit viel R&B. Und das ist alles total smooth. Und ja, irgendwie wirkt es wie so ein langgezogenes Musikvideo, aber nicht wie ein Film, der die Botschaft, die sie transportieren möchte, so transportiert, wie das für sie eigentlich angebracht wäre. Und natürlich, das ist total interessant, dass sie einen Film, von dem man denken würde, der geht so in Richtung Beale Street oder nächster halt Fruitvale Station. Es ist super spannend, dass sie so einen komplett anderen Ansatz wählt. Meiner Ansicht nach funktioniert er hier aber überhaupt nicht. Und deshalb gibt es von mir ein paar Pluspunkte, einfach für den Mut, den sie an den Tag legt. Aber ansonsten ist hier außer Style over Substance leider nicht so wirklich viel. Und gerade die Konstellation aus den beiden Hauptfiguren, die wirken nicht, die haben keine Chemie miteinander. Die spielen nebeneinander, die spielen so parallel nebeneinander. Und das ist einfach für so einen Film, der doch sehr von den Hauptfiguren getragen wird, ziemlich schade. Deshalb von mir auch diesmal leider keine Empfehlung für Queen and Slim. Diese Woche generell nicht so die Woche der großen Empfehlung. Aber naja, wir sehen, das Kinojahr ist ja Gott sei Dank noch jung. Es werden noch genügend Highlights kommen. Ansonsten, wen das trotzdem angesprochen hat, der kann sich jetzt noch ein paar Bilder zu Queen and Slim anschauen. Danach gibt es einen Einblick in die Kinocharts der Woche und anschließend meine Kritik der Woche mit The Grudge. Ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Ihr habt uns was gegeben, woran wir glauben können. Kein Bock mehr auf Nummer sicher. Ich will alles oder nichts. Solange meine Lady mich in guter Erinnerung behält, ist alles gut. Danke für diese Reise. Egal wie sie endet. Werfen wir nur einen Blick auf die deutschen Kinocharts der Woche. Und dadurch, dass jetzt 3 Wochen gar keine kam, hat sich da einiges getan. Auf Platz 5 als Hitler das rosa Kaninchenstall, für meine Erwartungen tatsächlich relativ schwach. Einfach generell für mich war das tatsächlich der große deutsche Weihnachtsfamilienfilm in meinen Erwartungen. Und jetzt ist er zwar durchaus erfolgreich, aber nicht auf einem Niveau wie zum Beispiel ein Der Junge muss an die frische Luft, was ich tatsächlich ihm durchaus zugetraut hätte, auch weil es die gleiche Regisseurin ist. Aber wer weiß, vielleicht entwickelt sich der Film ja durchaus zu einem Dauerbrenner. Schauen wir mal. Höchster Neueinsteiger auf Platz 4, Knives Out, Mord ist Familiensache. Aktuell schwankt der Film bei den Prognosen so zwischen 170 und 220.000. Das ist richtig, richtig gut und ich freue mich total dafür. Und schauen wir mal, wo der Film sich noch hinkatapultiert. Auf Platz 3, Jumanji The Next Level, ist jetzt, glaube ich, schon über dem Ergebnis seines Vorgängers. War zu erwarten, der hat sich ja gerade im Heimkino danach durchaus eine Fanbase erarbeitet. Auf Platz 2, Die Eiskönigin 2 mit über 5 Millionen Zuschauern mittlerweile. Und auf Platz 1 natürlich immer noch Star Wars, Der Aufstieg Skywalkers mit über 4 Millionen Zuschauern mittlerweile. Ich bin sehr gespannt, wer das Rennen an der Spitze der Jahrescharts in Deutschland noch machen wird. Aktuell ist da ja ein Dreikampf zwischen
Star Wars, Eiskönige. Und ich glaube, der König der Löwen ist auch noch bei den beiden mit dabei. Ich glaube, die nehmen sich momentan nicht so viel. Ich bin gespannt, wer da am Ende die Nase vorn hat. Und nun widme ich mich meiner Kritik der Woche. Das ist ein Remake eines Horrorfilms aus dem Jahr 2004. Der wurde nun erneut gedreht von dem Regisseur Nicolas Peske, der vorher vor allem für abseitige Filmkunst bekannt war. Und wie sich nun sein erster Ausflug in das Mainstream-Horrorfach macht, übrigens produziert von Sam Raimi, das verrate ich euch jetzt. Hallo, hier ist Peter Spencer. Ich komme wegen des Hausverkaufs. Ist jemand zu Hause? Hallo? Detective Muldoon? Hier ist Peter Spencer. Am Rayburn Drive 44 ist was passiert. In dem Haus wurde jemand getötet. Warum sind Sie nie reingegangen? Irgendwas hat mich daran gestört. Eine weitere Leiche. Hängen beide Fälle zusammen? Hallo? Ich war im Haus. Wer auch nur in den letzten Jahren irgendetwas mit dem Horrorgenre zu tun hatte, der wird von The Grudge definitiv schon mal gehört haben, auch wenn es in den letzten Jahren ein wenig still um das Franchise geworden ist. Wir erinnern uns, die letzte reine Neuverfilmung kam im Jahr 2004 mit Sarah Michelle Gellar, und zwar war das so im Strom dieses generellen J-Horror-Hypes. Das heißt, es wurden sehr, sehr viele japanische Horrorfilme, The Ring, eben The Grudge, Dark Water, Der Fluch der zwei Schwestern und so weiter und so fort. Viele japanische, / asiatische Horrorfilme wurden damals für den US-Markt geremaked, und da gehörte eben auch The Grudge zu. Er hat noch zwei weitere Fortsetzung nach sich gezogen und in seinem Ursprungsland sowieso als Romanvorlage und generell als Horror-Franchise sehr, sehr viele Ableger gehabt. Und nun kommt 15 Jahre, nachdem die letzte reine Neuverfilmung kam, eben eine weitere Neuverfilmung. Und da ist schon direkt die Frage, wie man den neuen The Grudge von 2020 eigentlich bezeichnen möchte. Die ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn der Film, es gab vorab, wurde sich sehr in Stillschweigen gehüllt von Seiten des Studios, und es war nicht so ganz klar, wo genau soll sich die Geschichte denn nun irgendwie abspielen, und das kann direkt von Anfang an gesagt werden. Der Film spielt quasi parallel zu den Ereignissen vom 2004er Remake, beziehungsweise zwischen ihm und der ersten Fortsetzung. Also die Handlung erstreckt sich über 3 Jahre, angefangen 2004, über 2005 bis hin zu 2006, wo die eigentliche Kernhandlung ansetzt. Und das Konzept ist so gesehen komplett das gleiche. Wir haben wieder einen Fluch, der ein Haus heimsucht. Hallo? Es wird grob erklärt, warum es dieser Fluch aus dem asiatischen Raum über den großen Teich in die USA gebracht hat. Denn dieser Film ist definitiv komplett in den USA angesiedelt. Es gibt kaum noch Verbindungen zu dem japanischen Original, zu seinen Wurzeln. Es ist auch der erste Film, beziehungsweise so einer der Filme, bei dem der Autor der Vorlage überhaupt gar keine Berührungspunkte mehr hatte. Also er hat ja selbst das erste US-Remake inszeniert zum Beispiel und war immer irgendwie als Produzent oder auch als kreativer Berater bei den anderen Filmen bisher auch vorhanden, und hier ist es komplett von ihm losgelöst. Den einzigen Credit, den er bekommt, ist der Credit, den er halt als Autor der Vorlage eben hat. Und wie sich das bereits andeutet, es ist alles relativ bekannt. Also wie gesagt, Grundlage ist eben das Horrorhaus, und dadurch, dass sich das aber über 3 Jahre erstreckt, hat man wenigstens so ein bisschen Abwechslung, denn hier im Mittelpunkt stehen vorwiegend 3 verschiedene Figurengruppen. Wir haben ein Pärchen, wir haben eine Polizistin, sie ist diejenige, die die ganzen Ermittlungen im Hier und Jetzt, also im Film 2006, antreibt und hinter diesen Fluch kommen möchte. Und dazu gehört auch noch so ein leichter Subplot über Ermittlungen, die Kollegen von ihr mal vorgenommen haben. Und dann haben wir eben auch noch eine Sterbeberaterin sozusagen, die 2005 ein Pärchen
dabei beraten sollte, wie es ist, Sterbehilfe auf Verlangen eben durchzuführen. Und sie kommt auch mit diesem Flur in Kontakt. Also wir haben drei, Schrägstrich so ein bisschen vier verschiedene Handlungsstränge, die sich mit dem Fluch und auch mit den Herkünften des Fluches befassen. Und diese drei Handlungsstränge verknüpft der Regisseur und Drehbuchautor Nicolas Peske eben in eine Handlung, die immer wieder zwischen den Zeiten hin und her springt. Also es ist keine chronologisch erzählte Handlung, sondern wir fangen an, glaube ich, 2004, springen in 2006, dann kommen wir zu 2005 und dann geht es immer so reihum. Und das ist durchaus ambitioniert, auch wenn man tatsächlich sagen muss, so richtig Sinn ergibt das in diesem Kontext nicht. Der Film wäre vermutlich genauso effektiv, beziehungsweise nicht effektiv, wenn er chronologisch erzählt worden wäre. Und das ist dann auch so direkt das erste Manko an The Grudge. Der Film ist in seiner ganzen Machart und auch in seiner Erzählung durchaus ambitioniert, aber man merkt, dass der Regisseur, der unter anderem bekannt ist durch The Eyes of My Mother oder auch durch Piercing, also durch Filme, die wirklich experimentell waren im Genrebereich, dass der nun hier bei seinem allerersten Hollywood-Engagement sich nach und nach den Auflagen dieses Genres so ein bisschen unterwerfen muss. Denn wir haben einen wirklich ambitionierten Inszenierungsstil. Wir haben sehr grobkörnige Bilder, wir haben nicht diesen Hochglanzlook, wie man ihn beispielsweise aus dem 2004er Remake kennt. Wir haben sehr, sehr viel Blut für eine derartige Mainstream-Produktion. Also das wird definitiv eine 16 werden und wer sich in einen Hochglanz-Teenie-Horror erwartet und mit den Erwartungen ins Kino geht, der wird, glaube ich, von dieser mitunter durchaus brachialen Härte hier und da vielleicht so ein bisschen verschreckt werden. Also man sieht hier wirklich, dass Gewalt ausgeübt wird. Und gerade die Folgen davon, das schockt nicht zu knapp, gerade weil die Effekte zum Großteil wirklich haptisch sind, gut aussehen und auch so die Masken und das ganze Make-up, dieses ganze Wunden-Make-up, Effekt-Make-up, das hinterlässt wirklich Eindruck. Also zumindest aus handwerklicher Sicht, auch was die Kameraarbeit angeht, die teilweise sehr, sehr lange steht und nicht so viel hin und her schneidet und sich wirklich Mühe gibt, eine Atmosphäre zu kreieren, das ist wirklich gelungen. Und aber leider auch nur so in der ersten Hälfte, Schrägstrich in der ersten Stunde. Denn wenn der Film dann hinten raus so ans Eingemachte geht, dann hat man eben diese typische Jumpscare-Party. Und das ist schade, denn da kann sich Nicolas Peske nicht so entfalten, wie es eigentlich ihm möglich ist, wenn er Independent-Filme inszeniert. Denn hier hat er eben ein Studio im Rücken und dieses Studio möchte natürlich, dass gewisse Anforderungen erfüllt werden. Und dann hat man diesen klassischen Aufbau. Dann haben wir wieder die Fratzen, die uns ins Gesicht springen. Dann haben wir wieder Jumpscares, die sich 1000 Meter, bevor sie wirklich entstehen, bevor sie wirklich da sind, ankündigen. Wir haben die immer gleichen Kreaturen, die immer gleichen gruseligen Geräusche. Das ist alles so ganz klassisches Horrorhandwerk. Und das wäre an sich auch gar nicht so schlimm, wenn es nicht so komplett konträr zu der eigentlich wirklich ambitionierten Inszenierung stehen würde. Denn ein Nicolas Peske hat es nicht verdient, dass er am Ende doch nur das kleine Einmaleins des Horrorfilms abspulen darf. Und dann hat man auch wieder dieses, wir drehen die Lautstärke ganz laut auf, wenn es gruselig werden soll. Und man weiß genau, bei gewissen Kameraschwenks, dann wird da vermutlich gleich hinter der einen Person jemand auftauchen. Das ist alles wirklich mal nach Zahlen. Und das ist schade, weil eigentlich sehr viel, gerade durch dieses ganz ruhige Erzählen, also die erste Hälfte, ist wirklich, konzentriert sich ganz auf die Hauptfigur, gespielt von Andrea Riseborough, also auf diese alleinerziehende Polizistin hier, die sich dieses Falls annimmt und wirklich viel Zeit dafür aufgewendet wird, ihre Ermittlungen abzubilden. Und da grätscht dem Film die Erzählart und Weise immer wieder dazwischen, weil dann haben wir auf der einen Seite dann wieder Rückblenden 2004/2005, wo dann bereits der Horror in diesem Haus war und dann werden die Jumpscares bereits abgefeuert. Das kann sich also nicht zu so einer Hysterie hochschaukeln, sondern wir haben die Hysterie im Grunde die ganze Zeit immer schon so zwischendurch und das ist schade, weil eigentlich steckt in dem Plot der Ermittlung wirklich Potenzial, vor allem Potenzial in den Ermittlungen der beiden Cops, vor allem des einen Cops,
dessen Spur sie aufnimmt. Also das ist der kleinste Subplot so gesehen, aber im Grunde steckt da das meiste Potenzial hinter. Und ich kann wie immer nur noch mal betonen, die Inszenierung kann sich halt bis zu weiten Teilen wirklich durchaus sehen lassen, weil sie komplett weggeht von diesem Teenie-Hochglanz-Horror-Gedöns. Aber letzten Endes ist es dann doch einfach nur mal nach Zahlen, weil die Story auch überhaupt nicht variiert wird. Also wir haben wirklich keinen neuen Input, keine neuen inhaltlichen Facetten, die der ganzen bekannten Grudge-Geschichte hier hinzugefügt werden. Und das für einen Film, der schon tausendmal gefühlt fortgesetzt, wiederaufgelegt, neu gemacht, geremaked und was auch immer wurde. Da denke ich mir, da kann man eigentlich verlangen, dass bei einem Remake von 2020 oder bei einer Fortführung von 2020, erst recht, wenn sie zeitlich ja doch so eng verknüpft ist mit dem US-Remake von 2004, kann man eigentlich verlangen, dass da erzählerisch ein bisschen mehr kommt, als einfach nur das kleine Einmaleins des Horrorfilms abzuspulen. Deshalb gibt es für mich ein paar Punkte, die ich durchaus sehenswert finde und auch honoriere. Das ist wirklich die Inszenierung. Dass die irgendwann so ins Generische abdriftet, das ist sicherlich auch Studioentscheidung. Die Brutalität finde ich sehr bemerkenswert und die gefällt mir tatsächlich wirklich gut, auch wie sie hier präsentiert wird. Und ich mag Andrea Riseborough in ihrer Rolle, die sie hier zeigt und die wirklich alles versucht, um gegen ihre klischeehafte Figur anzuspielen. Das hat mir wirklich gut gefallen, weil Andrea Riseborough einfach eine gute Schauspielerin ist, was sie hier immer zeigt. Ihre Kollegen haben allesamt nicht so wirklich viel Glück gehabt. Die bleiben auf ihre Stereotypen beschränkt und das ist sehr schade, denn eigentlich steckt In the Grudge von 2020 durchaus ein sehenswerter Film und so ist es dann doch nur wirklich unterer Durchschnitt geworden. Aber immerhin tröstet mich so ein bisschen die Tatsache, dass die Leute, die vielleicht dachten, so, wir gönnen uns mal, keine Ahnung, so Teenies, die gerade 16 geworden sind, so ja, wir gönnen uns mal so ein bisschen Spukkino und wenn sie dann doch mit durchaus visueller Gewalt konfrontiert werden, dann haben sie gleich mal ein bisschen was zu gucken. Das finde ich dann durchaus sehr amüsant, denn es ist definitiv kein zweiter 2004er Sarah Michelle Gellar Hochglanz-Horror. Ich hoffe, ihr konntet das ein bisschen einordnen und wisst nun, ob ihr dem Film euer Geld für ein Kinoticket spendiert. Ansonsten gibt es, glaube ich, aktuell in den Kinos doch so einiges an Konkurrenz zu sehen. Das ist auf jeden Fall jetzt erstmal meine Kritik zu The Grudge von Nicolas Peske und dann sehen wir uns gleich nochmal kurz wieder. Und das war es dann auch mit der ersten Ausgabe von Frische Filme im Jahr 2020. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick darüber geben, was ihr euch aktuell unbedingt in den Kinos anschauen solltet. Und wem das ein bisschen zu viel Inhalt war, für den habe ich das Ganze jetzt nochmal in mein typisches Ranking zusammengepackt. Natürlich würde ich mir als allererstes ansehen Knives Out, zu dem bereits ein Sequel bestätigt ist, worüber ich mich sehr freue. Als zweites Queen and Slim, als drittes The Grudge und als viertes muss ich leider sagen Judy. Auch wenn Renée Zellweger in der vergangenen Nacht den Golden Globe gewonnen hat, für mich ist das leider überhaupt nicht verständlich und ich bin aus Judy leider sehr, sehr frustriert rausgegangen. Frustrierter als aus The Grudge. Ich hoffe, das hat euch alles soweit gefallen. Alles weitere zu den Filmen findet ihr wie immer auf redcarpet.com inklusive ganz viel Infos zu den Golden Globes. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ich freue mich sehr auf euch. Bis dahin und viel Spaß im Kino.